Die Welt steht still wegen Corona, aber in den USA brodelt es hinter den Kulissen wegen eines ganz anderen Themas. Gibt es neben dem bisher bekannt gewordenen UFO-Forschungsprojekt des Pentagon noch weitere geheime Projekte? Und wenn ja, was wissen die über UFOs und außerirdische Intelligenz? Demnächst stehen dazu große Enthüllungen ins Haus, wie es aussieht. Was hat es damit auf sich? Darüber reden wir jetzt hier bei Erstkontakt. Willkommen bei Erstkontakt, der Sendung über das potenziell wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. Lange haben wir nichts mehr berichtet in Erstkontakt. Corona überschattet wirklich alles. Und das betrifft natürlich auch das UFO-Thema. Und die Nachrichten kommen eher spärlich rein. Aber wir haben wieder fleißig gesammelt und werden die Dinge jetzt auswerten. Und ich bin froh, dass ich ihn wieder mit dabei habe, den sensationellen Dirk Pohlmann. Ja, und diesmal in leicht blau, weil der Robert in Urlaub war und ich komme aus der eisigen Kälte irgendwie. Aber sonst alles okay. Ja? Ja, das ist die Farbgebung auf deinem Borg-Raumschiff, wo du so verkabelt bist. Das ist ja wirklich. Das habe ich bei Enterprise nie gesehen. Ja. Was die Zuschauer ja gar nicht wissen, in der Vorbereitung zu der Sendung, dann sage ich dann immer, mach mal die Kamera noch ein Stück nach links und mach das mal noch so. Und dann muss Dirk immer erstmal 50 Kabel von seinem Mikro und aus seinem Körper rausstecken, bevor er dann hinter die Kamera gehen kann. Die Leiden eines Cyborgs, ja. Ich muss genau. Die Kabel aus meinem Körper rausstecken. Ihr werdet alle assimiliert. So, Dirk, ja, also, spannende Geschichte in Amerika. Wir haben gesagt, hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Und ich finde, das ist nicht übertrieben. Ich finde, das ist wirklich nicht übertrieben. Man kriegt es nicht mit, in Deutschland sowieso nicht. Und man kriegt es auch, wenn man so die Weltpresse anguckt, nicht besonders mit. Aber wir haben hier die Connections, wir haben mit den Leuten gesprochen. Wir haben auch in dieser Sendung übrigens ein exklusives Interview mit dem Filmemacher James Fox, der gerade seine sensationelle Doku The Phenomenon rausgebracht hat. Beziehungsweise, wie ich gleich einschränken will, ein Ausschnitt aus diesem Interview, den wir auf Deutsch schon mal machen konnten. Ich habe das Interview erst vor 2 Tagen aufgenommen. Es hat eine Weile gedauert, das zu übersetzen. Und das wird erst gerade noch gesprochen. Das heißt, wir werden das komplette Interview nächste oder übernächste Woche auch auf Exo Magazin veröffentlichen. Aber jetzt schon mal ein ganz wichtiger Ausschnitt, der dann später kommt im Laufe der Sendung. Und warum ist diese Doku so wichtig, The Phenomenon? Dirk, du hast sie auch gesehen? Ich habe sie gesehen und ich finde sie, ich habe jetzt nicht den gleichen Überblick wie du, ja. Da ist ja in Europa nicht zu toppen, aber ich finde es die wichtigste Doku zu dem Thema, die ich bisher gesehen habe. Ich habe mir die Kritiken dazu angeguckt. Es gibt Leute, die sagen, naja, ist ja doch nicht alles neu, was da drin ist, aber ich habe ja aus der Erfahrung, ich weiß, was in National Archives vorliegt zu UFOs, ich weiß einigermaßen Bescheid. Also als ich 2005 meine Arte-Doku dazu gemacht habe, was ich gefunden habe, und er hat Sachen ausgegraben, zum Beispiel von CBS, von den Vereinten Nationen, die noch niemand vorher hatte. Nicht nur, dass ich es nicht wusste, sondern die hatte tatsächlich noch niemand vorher. Wenn man jemand davon überzeugen will, dass dieses Thema nicht aus der Gaga-Ecke stammt, würde ich sagen, ist das die beste Methode, die man zurzeit hat, innerhalb von 1:30, einer Stunde 30 Minuten klar zu machen, wie ernsthaft das ist. Mhm. Mich hat am meisten wirklich beeindruckt, also vom Hocker gehauen wäre nicht übertrieben, am Ende diese Geschichte mit Simbabwe, mit den Kindern. Wenn man sieht, wie die Kinder berichten über ihre Begegnung der dritten Art, also das heißt mit einem UFO, aus dem etwas ausgestiegen ist, und wenn man, das ist das Immense, was an Kindern so großartig ist, man sieht halt, die Seele ist direkt im Gesicht zu sehen, man sieht das immer noch, wie sie beeindruckt waren, sie beschreiben, wie dieses Wesen telepathisch mit ihnen Kontakt aufgenommen hat. Also diesen Kindern, wer da glaubt, dass da irgendwas gelogen ist, hat erstens selber keine, zweitens hat er nie mit Kindern zu tun gehabt und ist deswegen drittens nicht nur ein Cyborg, sondern wahrscheinlich ein Roboter. Also das ist ungeheuer. Also mein allerhöchstes Lob, 5 Sterne für diesen Film, und ich empfehle, das ist sozusagen, ich werde sehr selten nur für etwas wirklich Werbung machen, dafür mache ich es. Es lohnt sich, den anzugucken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mittlerweile. Ich habe gesehen, Amazon Prime
Aber es gibt, wenn man guckt, wenn man nicht gerade Amazon unterstützen will, was ich sehr gut verstehen kann, dann soll man sich, wir werden noch ein paar Links dann dazu reinstellen, sage ich mal, aber unbedingt angucken, es lohnt sich. Und wie gesagt, auch teilen, auch den Leuten vorschlagen, sich das anzugucken. Gerade denen, die noch nie was von UFOs gehört haben, gerade für die ist ja der Film gemacht. Aber auch für die, die sich gut damit auskennen, sind viele Überraschungen drin. Gut, aber wir kommen später nochmal auf The Phenomenon zurück. The Phenomenon selbst hat ja auch etwas in Gang gebracht, wie es aussieht. Aber auch darüber werden wir noch gleich reden. Erstmal, in Amerika, da gibt es wieder eine neue Petition. Man kann ja beim Weißen Haus eine Petition einreichen hier. We the People, ja, und die bitten die Bundesregierung, einen Disclosure-Prozess über die UAP-Angelegenheit zu beginnen. Und UAPs sind ja die Unidentified Aerial Phenomena, also die unidentifizierten Luftraumphänomene. Und sie sagen, die sind ja nun, wie wir inzwischen wissen, eine ernsthafte Gefahr oder Bedrohung für die nationale Sicherheit. Und der Commander David Fravor, der hat bei dem 2004 Vorfall von dem Flugzeugträger Nimitz da herausgefunden, dass das eben nicht einfach nur irgendwelche Dinger sind, sondern da hat er ganze Flotten von seltsamen Fluggeräten gesehen, die in der Lage waren, tausende Meilen pro Stunde zu fliegen und von der Luft ins Wasser reinzufliegen, ohne dabei an Geschwindigkeit zu verlieren. Und konnten um die besten Flugzeuge von Amerika herumkreisen. Ob die jetzt nun aus China oder Russland sind, diese Fluggeräte, fährt diese Petition fort, das ist gar nicht so wichtig. Das Potenzial ist zweifellos grenzenlos. Und er fordert die Regierung auf, das Militär darüber zu befragen, was sie dazu wissen und einen Vorgang zu beginnen, dass die Öffentlichkeit informiert wird, damit wir wissen, was dort eigentlich durch unseren Himmel zischt. Und diese Petition hat allerdings gerade mal irgendwie 190 Unterschriften und das wird also knapp, die noch bis zum 14. November zu füllen. Aber das ist ja trotzdem eine hochinteressante Sache. Denn es stehen ja in den USA Wahlen ins Haus. Und ich will da gerade noch mal kurz reingrätschen, weil im Zusammenhang damit, von dem, was du eben von Fravor gesagt hast, es gibt ja zwei Neuigkeiten, die ich dabei interessant finde, die ich gerade entdeckt habe. Zum einen, dass Fravor gesagt hat, dass Fraser oder Fravor, ich weiß es gar nicht, dass auf der Unterseite dieser Objekte doch etwas hervorsteht. Also nicht wie sozusagen wie eine bestimmte Art von Antenne einem Flugzeug, die sozusagen rechtwinklig rauskommt. Also so nicht also als Draht rausguckt, so ähnlich beschrieben. Und dass es dort etwas gab, was er beobachtet hat und dass es auch auf den Videos zu sehen war. Und er sagt nicht auf dem Video, auf dem identischen Video von der Bildinhalt, was veröffentlicht wurde. Es gibt also, was damit nachgewiesen ist, dort sieht man es nämlich nicht, man ahnt es maximal an einer Stelle, wo die hin und her schalten zwischen den Modi, also von Fernseher auf Infrarot, schwarz-heiß, weiß-heiß, das kann man ja umstellen. Sondern wo er sagt, er hat es deutlicher gesehen auf dem Originalvideo. Wir haben also die veröffentlichten Videos sind nicht die höchste Qualität, die es gibt, sondern es ist eine schlechtere Variante, wo man nicht so genau erklären kann. Also das ist wiederum ein Hinweis, dass es Lagen und Lagen, also Ebenen, Tiefen von Informationen gibt. In dem Fall, es gibt deutlichere Videos, was er auch gesagt hat in einem der Interviews, dass es bessere Videos gibt als das, was wir gesehen haben. Ja, und man kann das hier auch sogar sehen in diesem Video. Das spule ich mal kurz vor, da habe ich gefunden hier, das hat sich jemand die Mühe gemacht, das mal zu zeigen, in dem Moment, wo das rumgeswitcht wird. So, jetzt läuft hier gleich das Video los. Das ist das, was wir kennen hier, das FLIR-Video. Mhm. Und ich mache das mal groß. Und da sieht man da, dass da irgendwas unten rausguckt. Mhm. Davon wurde vorher noch nie berichtet. Mhm. Es hieß bisher lang immer nur, das sei eiförmige oder tic-tac-förmige Objekte gewesen, deswegen ja auch tic-tac. Ja. Und man kann es also tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen auf diesen... Man kann es ahnen, ne? Also man kann nicht wirklich was erkennen, aber man kann ahnen, dass da etwas ist.
Es gibt noch einen weiteren Punkt, der mir dann aufstößt. Das ist, es wurde jetzt ja umbenannt von UFO, also Unidentified Flying Object, undefiniertes Flugobjekt, in Unidentified Aerial Phenomenon. Aber wir wissen ja gerade von der Navy, dass diese Dinge sozusagen müssten auch Unidentified Underwater Phenomenon heißen oder Unidentified Space Phenomenon, weil sie sich nämlich zwischen diesen Bereichen hin und her bewegen. Also da kommt bei mir schon gleich der Verdacht auf, ob das damit zu tun hat, dass die Navy sich insbesondere mit dieser Unterwassergeschichte auf Geheimhaltungsebene beschäftigt und das, was in der Luft ist, weil wir das eh schon kennen, rausgibt. Also warum diese Benennung so unscharf ist, ist mir nicht klar. Ja? Also warum es als Aerial Phenomenon bezeichnet wird. Transmedial Phenomenon wäre eigentlich richtig. UT. Vielleicht haben die ja vor, das mal irgendwann das Thema USOs aufzumachen oder also die Sache mit den unterseeischen Objekten, die nennen sich ja USOs, Unidentified Submerged Objects, glaube ich, heißen die. Mhm. Die sind ja auch, du hattest, glaube ich, auch mal einen französischen Militär oder sowas, der was darüber erzählt hat, ne? Ja, das zum einen das und zum anderen hatte ich das, als ich den John Pena Craven, den Chefwissenschaftler der US Navy, den hatte ich interviewt im Zusammenhang mit meinem Film über der geheime U-Boot-Krieg der Supermächte in feindlichen Tiefen. Das war aber der Moment, an dem im Hotel am gleichen Tag habe ich interviewt. Jetzt komme ich nicht auf den Namen, UFAs und den Dolan, ja, Richard Dolan. Und die beiden trafen sich. Wir waren essen und wir saßen zusammen am Tisch. Und dann hatte ich aus einer Intuition, ich hatte gar keine Ahnung zu dem Zeitpunkt so richtig davon, habe ich gesagt, wie ist das eigentlich mit Unterwasserobjekten? Gibt es das? Und dann sagte der Craven, guckte mich an und sagte, naja, wir haben das Problem, dass man unter Wasser nicht so weit sieht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie haben doch Sonar, Sie sehen doch sowieso nichts unter Wasser. Die U-Boote sind doch nicht auf Optik eingerichtet, außer den Forschungs-U-Booten. Und dann grinste er und sagte, ja, also sozusagen, da gibt's schon was. Aber und Dolan sagte mir dann hinterher, als ich unterwegs war im Fahrstuhl mit ihm hoch ins Hotelzimmer, wo Craven schon eingerichtet wurde fürs Interview, dass sich da ein heißes Eisen angesprochen hätte und Craven mit Sicherheit mehr wüsste. Ja, also das war das erste Mal, wo ich davon gehört habe. Mhm. Also für mich war Richard Dolan, dass dieses Treffen war sozusagen, wie soll ich sagen, ein wichtiger Moment, weil auf einmal die ganze Dimension davon und die Ernsthaftigkeit ganz klar wurde. Ja, dieses Buch empfehle ich auch immer noch. Auch ist eine von den Sachen, dass ich empfehle, UFOs und the National Security State. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Band 1.3 oder so, glaube ich. Also das Dolan ist jemand, von dem ich einfach viel halte. Ja, so. Jetzt haben wir hier ein Echo drin. Nee, jetzt ist es wieder weg. Okay, super. Gehen wir mal weiter zur Präsidentschaftswahlkampf. Am 2. November sind Wahlen. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? In Amerika und, oder war es der 4.? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die stehen unmittelbar bevor, die US-Wahlen. Und man hat sich ja gefragt, ob das Thema UFOs während der Präsidentschaftsdebatten auch irgendwie mal angesprochen werden würde. Zumindest hat Newsweek sich das gefragt. Und nicht nur die zitieren jetzt wiederum einen Artikel von The Medium, der allerdings von Bryce Sable geschrieben wurde. Bryce Sable, wie einige Leute vielleicht wissen, ist ein Serienautor für NBC, von einer wichtigen Serie, aber hat auch mit Richard Dolan zusammen mal ein Buch geschrieben über The Day After Disclosure, heißt das. Also das ist schon jemand, der sich mit UFOs auskennt, und hat gefordert, dass sozusagen die NBC-Reporterin Kristen Welker von der letzten Präsidentschaftsdebatte am 22. Oktober doch mal das UFO-Thema auf den Tisch bringt. Und was ist passiert? Es ist nichts passiert. Mhm. Er hat nichts dazu gesagt, sie hat nichts gefragt. Und weder Trump noch Biden haben sich dazu geäußert, in dieser Präsidentschaftsdebatte zumindest. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil Trump hatte sich ja vorher schon mal dazu geäußert, und zwar hier bei Fox News. Die Wahl ist übrigens am 3. und durch die Zeitverschiebung wird sie bei uns in den frühen Morgenstunden des 4. Sozusagen zu beobachten sein. Und 3. So, jetzt wissen wir es genau. Das ist Samstag, oder was ist das für ein Tag? Das müsste ich jetzt wieder nachgucken, aber das können wir gleich machen. Sekunde. Das ist Dienstag.
Ach so, Moment, Dienstag. Wir sind ja hier unten. Das ist der dritte am Dienstag. Also am 4. Ja, dass die Wahlen in den USA nicht auf nationalen Feiertagen, wo alle hingehen können, liegen oder auch nicht am Wochenende, sondern in der Woche. Also ganz schräge Verhältnisse. Ja, müsste man mal die Organisation amerikanischer Staaten darauf hinweisen, was da in den USA mal los ist. Dass die nur wählen dürfen, wenn sie an dem Tag freikriegen oder so. Genau. Echt unglaublich. Ja, die werden ja auch ausgeschlossen wegen aller möglichen Gründe von der Wahl. Ne? So. Also, Trump hatte sich bereits am 11. Oktober zu UFOs geäußert und er hat, es gibt da einen kleinen Clip dazu auf Twitter, den kann ich jetzt hier mal kurz zeigen, ohne Ton aus rechtlichen Gründen, und er wird hier gefragt von der Moderatorin: Können Sie erklären, warum das Verteidigungsministerium eine UFO-Taskforce eingerichtet hat? Der Guardian schreibt, das amerikanische Verteidigungsministerium hat eine neue Abteilung zur Untersuchung von UAP gegründet, also Unidentified Aerial Phenomena, um UFO-Sichtungen zu überwachen. Mr. President, gibt es UFOs? Und er, den sieht man jetzt hier nicht, er ist nur am Telefon, er sagt, also das muss ich überprüfen, das habe ich erst vor 2 Tagen erfahren, das werde ich mir ganz genau anschauen. Aber nur so viel, wir haben jetzt ein Militär aufgebaut, wie wir es noch nie zuvor hatten, was die Ausrüstung angeht und unsere Waffen und so, ist ganz toll. Das hatte noch nie jemand, und Russland und China und alle anderen sind sehr neidisch darauf, was wir haben, und alles in den USA gebaut und bla 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 und so. Aber was die andere Frage angeht, das schaue ich mir an, das habe ich erst vor 2 Tagen gehört. Also er weiß nichts und scheint auch nicht viel von UFOs wissen zu wollen, habe ich so den Eindruck. Und ich frage mich auch langsam, ob die Geschichte mit den UFOs eine Agenda der Demokraten ist, eher als eine Agenda der Republikaner. Weil wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass es vor allem die Demokraten waren, die da immer wieder was mit UFOs zu tun hatten. Allen voran natürlich Harry Reid, der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat. Ja. Also einer der Harry Reid ist sowas sozusagen wie Wolfgang Schäuble bei uns. Ja. Also sozusagen durch alle Legislaturperioden als die graue Eminenz im Hintergrund anwesend. Und auch, ich erinnere nur an die Clinton-E-Mails, John Podesta, so sind wir ja drauf gekommen, auch mit Tom DeLong. Das waren der E-Mail-Wechsel zwischen denen, wo man sagt, ach, das geht um UFOs. Die Clintons beide haben sich geäußert, dass sie, Hillary Clinton hat, glaube ich, gesagt, wenn sie drankommt, wird sie sehen, dass die Sachen veröffentlicht werden. Und Bill Clinton hat sich ähnlich geäußert. Also dort ist ich würde sozusagen aus dem Bauch, aus dem Stand raus, würde ich sagen, da ist was dran, dass das Thema anders betrachtet wird. Ja. Genau, also hier sehen wir jetzt mal zum Beispiel einen Artikel auf exopolitik.org. Das ist die andere Webseite von uns, die gibt's auch noch. Exopolitik.org wird im Moment nicht so oft aktualisiert, weil wir wirklich nur die harten Fakten dort veröffentlichen und nicht jede einzelne Tagesmeldung. Aber hat ein riesengroßes Archiv, das bis 2007 zurückgeht. Also dort einfach auch mal nach Clinton suchen oder sowas. Da stößt man dann zum Beispiel auf diesen Artikel hier, die UFO-Präsidentin. Da habe ich mal ein bisschen darüber geschrieben, was die damals gesagt hat zu UFOs in der Jimmy Kimmel Show. Und hier der Guardian hat auch darüber geschrieben, dass Hillary Clinton 2016 das in ihrer Wahlkampfkampagne auf jeden Fall mit angesprochen hat, weil ihr Wahlkampfmanager ja John Podesta war, von dem wir wissen, dass er auch schon der Stabschef von Bill Clinton im Weißen Haus war, in der Bill-Clinton-Administration. Und dass die alle zusammen eingeladen waren bei der sogenannten Rockefeller Initiative. Da hat nämlich der Lawrence Rockefeller damals alles versucht, um die Regierung dafür zu interessieren, dass man doch jetzt mal sich anguckt, was mit den UFOs ist und was die Regierung darüber tatsächlich weiß. Und das hat Bill Clinton ja auch tatsächlich damals versucht und hat bei mehreren Gelegenheiten gesagt, er hat es nicht geschafft, er hat keine Informationen gekriegt. Wenn es jemand, wenn die wirklich was haben, dann weiß es irgendein Büroangestellter und behält es für sich, aber er hat keine Informationen gekriegt, was ich sehr interessant finde. Und übrigens, Obama damals hat auch, das ist auch ein Artikel hier, den kann man sich hier angucken auf exopolitik.org, sich damals auch geäußert zu UFOs. Und wurde während einer Präsidentschaftsdebatte gefragt, ob er an Leben im All glaubt. Und seine Antwort war nur, wissen Sie, ich habe keine Ahnung und ich will auch nicht so tun, als hätte ich welche. Aber ich weiß, dass es hier auf der Erde Leben gibt und da müssen wir uns drum kümmern. Also er hat eigentlich eine Null-Antwort gegeben. Dazu hatte auch während seiner ganzen Amtszeit kein großes Interesse an dieser ganzen Thematik. Und übrigens während der gesamten, also ein Jahr oder wenige Monate zuvor, noch im Oktober 2017, hat dieser Mann hier, den wir hier
hier gleich sehen. Dennis Kucinich, das war damals ein, das hier ist er nicht, sondern das ist der Moderator, der fragt ihn dort gerade, der sagt, die Schauspielerin, das ist Dennis Kucinich, er sagt, die Schauspielerin Shirley MacLaine hat in ihrem Buch enthüllt, dass sie, Dennis Kucinich, ein UFO über ihrem Haus in Washington State gesehen haben. Es sei dreieckig und still gewesen und hätte dort geschwebt. Und sie hätten die, die Begegnung sehr aufrüttelnd empfunden und hätten im Kopf Anweisungen gehört. Was ist da dran? Und dann antwortet er hier, ja, ich habe ein UFO gesehen, es war unidentified und es gibt mehr Leute in den USA, die ein UFO gesehen haben, als einen Beweis für die Präsidentschaft von George W. Bush. Das fand ich sehr cool, weil das war ja damals diese Diskussion, also ich, die haben ja die Auszählung da gestoppt, bevor rausgekommen wäre, dass eigentlich, wer war es, Al Gore? Al Gore. Al Gore gewonnen hätte, ne? Das, der hätte ja eigentlich nach Auszählung der Stimmen gewonnen. Das war ja das, das war ja das Lustige dabei. So, also Dennis Kucinich ist übrigens ein sehr interessanter Politiker. Ich habe auch mal seine Ehefrau kennengelernt, auch sehr beeindruckend, diese Frau. Man muss dazu noch sagen, dass die Antwort von Obama ist so eine Steffen Seibert-Antwort oder vielleicht etwas besser, also sozusagen der Versuch, sich nicht irgendwo bei einer der Gruppen unbeliebt zu machen und deswegen die Finger wegzulassen. Es gibt aber auch ganz andere, wie zum Beispiel Jimmy Carter, einer der wahrscheinlich ehrlichsten Präsidenten der Amerikaner in den letzten 100 Jahren, der sogar gesagt hat, dass er selber eins gesehen hat. Also ja. Jimmy Carter ist nicht Erdnussfarmer, wie wir hier immer gehört haben, oder nicht nur Erdnussfarmer. Er ist ja bei der Marine gewesen und war Nuklearingenieur. Also das ist jemand, der nicht von der Ausbildung her nicht dazu neigt, besonders, sag ich mal, metaphysisch zu sein. Er ist zwar also sozusagen als Christ auch bekannt geworden, ja, aber ist ein sehr nüchterner und eher, also sag ich mal, ein richtiger Amerikaner, ja, also das heißt mit einem gewissen Idealismus dabei gewesen. Aber Carter wird vergessen meistens, ist aber durch seine eigene Beobachtung davon sehr offen dafür gewesen. Und ich möchte auch noch mal erinnern, als ich mein Interview gemacht hatte mit dem damaligen, der lebt jetzt wahrscheinlich nicht mehr, der war schon 93, Chef von Foreign Technology Division, also die zu der Blue Book gehörte, aber auch alle, jede Untersuchung von sowjetischen Waffen, die ihm irgendwie in die Hände fiel, der mir sagte, dass jeder amerikanische Präsident in seiner Zeit, als er dort gearbeitet hat. Und er hat sein ganzes Berufsleben dort zugebracht, bei der Air Force in Foreign Technology Division. Jeder Präsident war wieder sozusagen wie der Teufel hinter der Armseele dahinterher, was es mit den UFOs auf sich hat. Also egal, ob er es gesagt hat oder nicht. Wir können eigentlich auch davon ausgehen, dass Obama sich dafür interessiert hat, weil das in seiner Amtszeit ja ein Teil dieser Sichtung ist, von dem wir jetzt heute reden oder direkt davor. Mich würde das extrem, ich würde mal wagen, darauf zu wetten, dass er darüber gebrieft wurde und dass es einfach eine rein politische Aussage ist. Weil das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil nachdem dieses ATIP-Programm bekannt geworden ist, fingen die Briefings ja erst an. Also jedenfalls haben wir erst dann davon erfahren, dass es Briefings gab. Also die früheren Präsidenten haben ja immer gesagt, also Bill Clinton allen voraus, wir haben keine Ahnung. Uns wurde nichts gesagt über UFOs. Also ich weiß nicht, ob der, wenn der sich nicht wirklich ausdrücklich dafür interessiert hat, weiß ich nicht, ob der darüber gebrieft worden sein muss. Also ich möchte jetzt sozusagen, da kommt eine Komplikation rein. Wenn eine Sache geheim ist, wenn sie also eine Geheimhaltungsstufe entsprechend hat und auch wenn jemand gebrieft wurde, dann muss er in der Öffentlichkeit lügen, auch wenn er der Präsident ist. Er darf dann nicht sagen, ich weiß das, sondern das ist eine Sache, wo es schwierig wird. Ja, also das heißt, wäre er ein niederer Dienstgrad, würde ihm das automatisch, das könnte Gefängnis bedeuten. Also man muss wissen, wenn es geheim ist und auch wenn man gefragt wird, dann ist die Antwort, die zu geben ist, auch notfalls eine Lüge. Und das gilt genauso, das Militärische, also die Geheimhaltung steht da drüber. Also die, wenn man jemand hat, der redet, dazu kommen wir ja noch, wie Elizondo, dann ist das eine bewusste Entscheidung, die Risiken mit sich bringt und die deswegen auch abgesichert worden muss. Das gilt im Grunde genommen, werden wir auch noch drüber reden. Harry Reid redet ja auch nicht, sagt nicht alles, was er weiß. Ja, also die müssen und die haben jetzt einfach die Grenze verschoben von dem, über was geredet wurde. Aber nochmal, also es ist beides möglich. Aber ich bin spekulativ gewesen. Du hast recht. Also sollte man vielleicht gar nicht so sehr
da sozusagen eine Stellungnahme dazu abgeben. Aber das, was ich jetzt eben gesagt habe, ist auch richtig. Und lassen wir es im Ungewissen, ob Obama heimlich, wenn er um 23 Uhr zu Hause in der Badewanne sitzt, sich doch Gedanken über UFOs macht. Also ich finde aber nochmal zurück zu der Frage, also wieso hat das Thema UFOs jetzt bei dieser Präsidentschaftsdebatte keine Rolle gespielt? Das wundert mich wirklich, weil in den letzten 3 Präsidentschaftswahlen hat das immer eine Rolle gespielt. Und es hat ja bis hin zu Carter auch eine Rolle gespielt. Also warum war das jetzt eben diesmal nicht so? Guck mal, Ronald Reagan hat vor den Vereinten Nationen gesagt, ich frage mich, wie schnell unsere ganzen lokalen Streitigkeiten verschwinden würden, wenn wir es mit einer außerirdischen Bedrohung zu tun hätten, die unsere Erde bedroht. Also das, ich meine, jeder US-Präsident bislang hatte irgendwie ein bisschen was damit zu tun. Ja. So, warum ist das jetzt ausgerechnet wo die Washington Post schreibt, wir müssen UFOs ernst nehmen, wo die New York Times schreibt, da gab es dieses Projekt und die haben Trümmerteile von UFOs, die das Militär untersucht und so. Warum spielt das ausgerechnet jetzt keine Rolle? Ich habe darüber nachgefragt, vielleicht habt ihr ja, liebe Zuschauer, auch eine Idee dazu, warum das jetzt keine Rolle spielt. Aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht und mich gefragt, warum wurde das eigentlich eingesetzt? Bei Dennis Kucinich kann man sagen, er wurde das gefragt, um ihn zu diskreditieren. Es wirft ein schlechtes Licht auf ihn. Bei Hillary Clinton muss man sagen, sie hat das benutzt, um sich interessant zu machen und hat gesagt, ich werde UFO-Akten freigeben, wenn ich Präsidentin werde. Also sie hat es eher genutzt zu ihrem Vorteil. Also man kann nicht sagen, es ist jetzt deshalb nicht eingesetzt worden, weil es vielleicht ein schlechtes Licht auf jemanden werfen würde oder ein gutes Licht. Das scheint also keine Rolle zu spielen. Also was ist jetzt hier eigentlich der Grund, warum das diesmal nicht angesprochen wurde? Und meine Vermutung ist, das ist ein echt brandheißes Thema gerade. Gerade dadurch, dass Trump ja auch gebrieft worden ist darüber, gerade dadurch, dass hinter den Kulissen, worüber wir jetzt noch sprechen werden, im weiteren Verlauf der Sendung so viele Dinge gerade geschehen, dass man sich da wahrscheinlich einfach auf keiner der beiden Seiten irgendwie im Moment aus dem Fenster hängen will, weil die Entwicklungen derzeit unabsehbar sind. Ist meine Meinung. Ich meine, guck mal hier, Senator Harry Reid wird hier in der Daily Mail zitiert. Er sagt, er glaubt, die Regierung versteckt Beweise von unerklärten UFO-Sichtungen. Und dieses Zitat kommt jetzt auch ausgerechnet aus einem, und das sehen wir hier mal, ich kann das ja mal groß machen, aus dem Film The Phenomenon von James Fox. Er hat sich mit Senator Harry Reid getroffen. Das ist ja, wie wir wissen, der Gründer des ATIP-Projektes oder der das zumindest mit seinen beiden anderen Kollegen im Ausschuss das Funding durchgeboxt hat. Und er sagt, der Mann im Hintergrund, kann man sagen. Also der hat garantiert noch mehr an Bedeutung als das. Das ist jetzt sozusagen die Oberfläche, von der wir wissen. Aber das wird ein Eisberg sein, was da unter der Oberfläche ist. Ja, und er sagt, er wird hier gefragt, glauben Sie, dass es da noch mehr gibt? Und er sagt hier, most of the UFO evidence hasn't seen the light of day yet. Mhm. Also er sagt, die meisten Sachen, die es da noch gibt, sind bislang noch nicht bekannt. Das finde ich hoch interessant. Sprich von Evidence, also von Tatsachen, also von Belegen, die meisten Belege. Und er redet ja auch nicht ins Blaue, sondern er ist einer von denen, die im Geheimdienstausschuss zum Beispiel drin sitzen. Ja? Es gibt noch etwas anzumerken zu deinem, was das Sache eigentlich noch unerklärlicher macht, weil in der Zwischenzeit, in der Präsidentschaft von Trump, ist diese Veröffentlichung New York Times, Politico, Washington Post, die ja von Elizondo mit seinen Kollegen auch quasi initiiert wurde, um diese Durchschlagskraft zu erzeugen, die es ja auch bekommen hat. Es hat eine Flut von seriösen Berichterstattungen über UFOs gegeben in der Amtszeit von Trump, und ausgerechnet er beschäftigt sich nicht damit. Also die Medien und gerade auch Harry Reid, diese Aussage ist ein Medienereignis in den USA gewesen. Das ist von vielen, vielen Publikationen ist darüber geredet worden, dass Reid sagt, da ist noch viel mehr, als ihr je gehört habt. Ja? Das ist und das macht die Sache, also deine Interpretation ist auf jeden Fall eine mögliche davon, ja, eine vernünftige, dass die Sache so bedeutsam ist, dass man jetzt vorsichtig ist. Also Trump hat sich in der ganzen Zeit immer in dem Bereich bewegt, so ähnlich wie Obama. Ich weiß da nichts drüber und ich habe erst vor 2 Tagen was, also auch komplett sein dürfte. Er hat er keine Zeitung gelesen oder was, ja? Ja, und dass da Enthüllungen ins Haus stehen, davon ist mit ziemlicher Sicherheit auszugehen, denn der
Vorsitzende des US-Geheimdienstausschusses, des Geheimdienstausschusses im US-Senat, Marco Rubio, hat ja einen Bericht angefordert beim Verteidigungsministerium, was die über UAP und AAV, Anomalous Aerial Vehicles, wissen. Mhm. Und zwar bis Ende des Jahres müsste dieser Bericht noch rauskommen oder Anfang nächsten Jahres oder sowas. Und zwar einen unklassifizierten Bericht. Das heißt, wir werden auch erfahren, zumindest ein bisschen mehr erfahren als bislang. Und es gibt dahinter den Kulissen Gespräche. Das hat mir James Fox im Interview gesagt. Das hört man von allen Ecken. Die informierten Spatzen pfeifen es von den Dächern in der informierten UFO-Szene. Und am 11. März gab es hier ein Briefing im House Armed Service Committee über Unidentified Aerial Phenomena. Also zur Hochzeit des Corona-Dingsbums gab es hier tatsächlich ein Briefing. Das geht aus einem freigegebenen Dokument hervor, das wieder der tolle John Greenwald hier freigekriegt hat. Blackwald Greenwald ist nicht der gleiche wie der Snowden Greenwald, muss man dazu sagen. Ne? Genau, so. Und der hat hier diesen monatlichen Bericht für den März, also den Aktivitätsbericht dieses Ausschusses freigeboxt über das Informationsfreiheitsgesetz. Und da steht hier also Full Committee Progress. Am 11. März wurde das volle, hier, the task force met to receive a classified briefing on unidentified aerial phenomena. Und jetzt the task force, was ist jetzt the task force? Das steht unter der Überschrift der Fortschritt des vollständigen Ausschusses. Aber hier unten steht jetzt eben, im Gegensatz zu hier, steht ja überall the full committee. Und hier steht the task force, also die Sondergruppe, oder wie nennt man das? Also der Aktionsausschuss könnte man das dann nennen. Also schwer. Taskforce sind die Leute, die sozusagen vorne dran sofort das Einsatzkommando, könnte man es auch nennen, ja. Oder sozusagen Sonder, also das sind Leute, die jetzt agieren und schnell agieren. Also diejenigen sind, die nicht tagen, die nicht reden, sondern die Action machen. Ja. So, und also die haben da offenbar eine Sondergruppe gebildet, die sich in diesem Ausschuss House Armed Services, also das ist der Ausschuss für die Streitkräfteausschuss, oder wie würde man das sagen, eine Sondereinheit, die sich dort getroffen hat, um ein klassifiziertes Briefing über UAP zu erhalten. Also das heißt, wir wissen aus der Veröffentlichung der US-Regierung selbst, dass dort hinter den Kulissen wirklich ernstzunehmende Diskussionen, geheime Diskussionen über UAP stattfinden. So viel muss man jetzt mal festhalten. Erinnerung, dass der Bericht in zwei Versionen kommt, also einen für das Committee und sozusagen mit geheimgehaltenen Sachen noch und der andere für die Öffentlichkeit, der sozusagen freigegeben ist, also wieder diese Lagen von verschiedenen Informationen. Ja, oder? Ja, es wird einen geheimen Anhang geben. Es wird ein unklassifizierter Bericht sein und ein geheimer Anhang, der dann natürlich nur solchen Geheimnisträgern hier mit Sicherheitsfreigabe zur Verfügung stehen wird, was ich sehr schade finde. Aber gut, okay, es geht auch natürlich um Quellen und Methoden schützen und bla bla bla. Und eben wichtig zu verstehen für alle, die jetzt nicht die vollkommenen Experten sind, das sind nicht die einzigen Abklärungen oder die einzigen Grenzziehungen in der Geheimhaltung, sondern das geht bis in die Absurdbereiche. Das heißt, wo klar wird, dass Leute mit höchsten Stellen im Militärgeheimdienst zum Beispiel, hatten wir ja Beispiele schon, oder auch für Politiker, die ganz hoch werden. Das ist nicht so, dass der Präsident alles weiß und es ist auch nicht so, dass er alles erfahren kann. Das Gleiche gilt selbst für Geheimdienstchefs, dass sie nicht unbedingt alles erfahren dazu, dass sie nicht die Möglichkeit haben. Also die Geheimhaltungs, das ist eines der unklarsten Bereiche, die es wahrscheinlich überhaupt gibt im Bereich Geheimhaltung, sind die technologisch relevanten Fragen zu den UFOs oder UAPs. So, genau. Also, da passiert etwas hinter den Kulissen. Wir werden die Sache weiter verfolgen. Und wenn jetzt natürlich wieder Leute sagen, ja gut, das sind halt UFOs, irgendwelche Sachen, die man sich nicht erklären kann, was jemand da gesehen hat, das kann sonst was gewesen sein oder sowas. Nee, darum geht es hier definitiv nicht. Es geht hier nicht um irgendwelche von diesen
90% am Horizont, ja, der normalen Sachen, die man ganz normal erklären kann, sondern wie der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Senat Marco Rubio ja ausdrücklich gesagt hat in seinem Interview, über das wir in einer der letzten Sendungen schon berichtet haben, dreht es sich hier um Objekte völlig unbekannter Herkunft mit außergewöhnlichen Flugeigenschaften, die in ganz sensitive militärische Einrichtungen eindringen, und das amerikanische Militär weiß genau, dass das Technologie ist, dass es keine Technologie ist, die von Ihnen ist oder von irgendjemandem anders, den Sie kennen, und dass Sie das natürlich deshalb als Bedrohung der nationalen Sicherheit auffassen. Darüber reden wir hier. Wir reden hier nicht über irgendwelche Heißluftballons oder was weiß ich oder so. Das ist an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, weil das in Deutschland immer gerne so bagatellisiert wird. Aus welchen Gründen auch immer. Ich denke doch fast langsam, die Deutschen wissen mehr, als man sich das vorstellen kann. Ja? Gut, aber das ist nur Verschwörungstheorie an dieser Stelle. Solange wir das noch nicht in Sack und Tüten haben, brauchen wir darüber noch nicht zu reden. Unsere berühmte Frage mittlerweile, werden wir bei Gelegenheit, wenn das Virus nicht mehr den Erdkugel abbildet, wiederstellen? Also was wissen Sie jetzt darüber? Das letzte Mal hatten wir darauf hingewiesen, dass es die Presseberichte gibt. Jetzt sind wir mit der Beschäftigung im amerikanischen Parlament eine Stufe weiter. Und ihr könnt also live und in Farbe miterleben, wie nicht wir uns lächerlich gemacht haben, sondern wie sich der Sprecher der deutschen Bundesregierung lächerlich gemacht hat. Das sieht man ja auch an der Berichterstattung in den amerikanischen Medien. Ich ziehe das jetzt mal vor kurz. Ja, man sieht ja, also ich habe hier mal eine Fox News Sendung, und Dirk, du hast da einen ganz interessanten Aspekt dazu. Wir sehen hier Tucker Carlson, ganz wichtiger Moderator bei Fox News, der interviewt hier gerade den Filmemacher James Fox und daneben Christopher Mellon, der das hohe Tier aus dem Verteidigungsapparat der Amerikaner, der jetzt bei der To the Stars Academy mitmacht. Und die reden hier über diese UFO-Dokumentation. Ist wahrscheinlich nur ein Schnellschuss gewesen und nur ein einziges Mal vorgekommen auf dem Sender, oder? Nicht wirklich, ja. Also es gibt eine Auflistung mittlerweile. Also Tucker Carlson, muss man sagen, ist wirklich interessant. Das ist jetzt ein Erzkonservativer, aber er ist ein Independent-Mann. Also der hat zum Beispiel Jimmy Dore auch interviewt. Also Tucker Carlson ist keiner, der seine Fahne nach der Windrichtung ausrichtet. Es ist immer eine interessante Figur, wer jemand, also im Sinne von einem breiten Meinungsspektrum, den es sich lohnt anzugucken. Es hat jemand ausgezählt, also das heißt vor 2017, vor dieser Veröffentlichung der Videos und der Welle der Presseberichterstattung, von der ich eben schon gesprochen hatte, gab es zwei Beiträge in Fox News über UFOs, und nach 2017 31. Daran sieht man schon, dass sich etwas massiv geändert hat. Das heißt, was ich auch beschrieben hatte, es gibt in den Medien hat nach 2017 ist in den USA die Situation wirklich verändert gewesen. Auch, dass die New York Times darüber berichtet hat, inklusive Metamaterialien, diese ganze Sache aufgenommen hat und einen großen Artikel, der drei oder viermal durch die Fact-Checker-Mühle der New York Times, die stark ist, was nicht heißt, dass da immer sozusagen nur richtige Sachen politisch sind, die haben eine andere Agenda, diese köcheln auch. Aber das ist, damit ist das ganz klar. Und auch in diesem Fall war übrigens interessant, dass Christopher Mellon in diesem Interview, der ja bei To the Stars Academy und bei Identified dabei ist quasi, auch die Doku von Jamie Foxx als James Foxx, jetzt richtiger Name. Genau. Ist er diese Doku als die wahrscheinlich, also er bezeichnet sie, glaube ich, sogar als die interessanteste, die es gibt, nicht zurzeit, sondern überhaupt. Also er finde ich eine gute Geste. Also obwohl er in den anderen Laden drin ist, sagt er, dieses Ding angucken, es lohnt sich. Ja, genau. So, und also ich finde, das wäre nochmal ein kleiner Wink mit dem Zaunspfahl eigentlich an die Kollegen auf dem Lerchenberg, dass die jetzt mal anfangen zu zwitschern. Das ist so, wie der Name sagt, sollten sie langsam erwachen aus ihrer Kataphonie, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aus ihrer Ignoranz und das Thema mal langsam anfangen ernst zu nehmen. Wenn das in Amerika jetzt hoch und runter geht, da liegt eine Geschichte vor uns, die sich jetzt langsam entfaltet. Und eine ganz wichtige Rolle dabei spielt der Mann, dem dieser Twitter-Account hier gehört, Luis Elizondo. Luis Elizondo ist der frühere Direktor des geheimen UFO-Forschungsprojekts im Pentagon, das der Senator Harry Reid gegründet hatte
und das im Dezember 2017 bekannt geworden ist, als die New York Times und die Washington Post und Politico und die ganzen großen amerikanischen Leitmedien angefangen haben, darüber zeitgleich am selben Tag zu berichten. Am 16. Dezember 2017 war das. Und haben auch diese UFO-Videos veröffentlicht, von denen wir gerade ja schon eins gezeigt haben. Und Luis Elizondo ist jetzt neuerdings auf Twitter und macht dort eine Frage-Antwort-Runde und hat hier auch gleich einen angehefteten Tweet, seine Versprechen hier, Dirk. Das war, sind diese Versprechen, was er da hat, ist es glaubwürdig? Ja, es gibt nur Indizien aus meiner Sicht, die Glaubwürdigkeit von Luis Elizondo bestätigen. Ich bin da sehr misstrauisch gewesen wegen dieser Einbindung ins Militär. Aber es ist auch aus den Antworten ersichtlich. Also seine fünf Versprechen, die er gibt, ist das erste, ich werde euch immer die Wahrheit sagen. Das zweite, ich werde meine Fehler zugeben und werde mich selbst dafür also verantwortlich zeigen. Jeder wird von mir mit Respekt behandelt. Das geht jetzt um die Fragesteller in erster Linie, unabhängig von ihrer Position, die sie zu diesem Thema haben. Also Hassmails und Ähnliches werden hier nicht toleriert werden. Und ich werde mich immer einsetzen für eine volle Aufdeckung dieser Sachen. Und was er bisher gemacht hat, also das heißt, er unterliegt ja auch der Geheimhaltung und er sagt das dann aber. Das heißt, an dieser Stelle sagt er dann, kann ich mich nicht dazu äußern. Und er ist sozusagen der weitestgehend, so weit er gehen kann, geht er. Und das hat er bisher nachgewiesen. Ich würde also sagen, dass Elizondo im Laufe der Zeit seit 2017 seine Glaubwürdigkeit nur erhöht hat. Da gibt es keine Momente, von denen ich sagen würde, Vorsicht. Das kann ich bestätigen. Und er ist auch wirklich ein sehr respektvoller Mensch. Ich habe ihn ja kennengelernt. Er ist wirklich jemand, der auf Augenhöhe mit den Leuten redet. Nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Leuten. I will always push for full disclosure. Naja, ich bin da immer noch vorsichtig. Also ich weiß, das ist auf jeden Fall, aber gut, bei Geheimdiensten, das sind ja meistens ganz nette, sympathische Menschen, denen man nie was Böses, unterstellen würde oder sowas, ja. Also Leute, die halt einfach vertrauenerweckend sind, das sind dann die besten Leute für den Geheimdienst eigentlich. So, genau. Von daher muss man das trotzdem weiterhin nicht feindlich, argwöhnisch, aber zumindest mit einer gewissen Skeptizismus betrachten, was da läuft, meine Meinung. Das, was da rauskommt, ja, es geht ja hier, was er verspricht. Er verspricht ja nicht, dass die amerikanische Regierung ein Full Disclosure machen wird, sondern er sagt, ich werde mich dafür einsetzen. Das nehme ich ihm ab. Also das heißt, das, was wir hören, ist dann nicht unbedingt, das ist nicht entlang der Regeln von Elizondo. Aber soweit er das überblicken kann, soweit er, würde ich ihm abnehmen, dass er die Wahrheit sagt, dass er bei Geheimhaltung den Mund hält und das dann aber so sagt. Ich erinnere daran, als er gefragt wurde von Tucker Carlson, wie das ist mit den Materialien, ob es da was gibt. Und dann hat er gesagt, wenn man es kurz zusammenfasst, ja, aber ich kann darüber nicht viel sagen. Ja, also das heißt, das so reagiert er darauf und dass er pusht, heißt ja, er wird sich dafür, er wird es in die Richtung schieben, wo er kann. Das heißt nicht unbedingt vor der Kamera, sondern auch im Hintergrund. Ich halte das aber als Versprechen, so wie es formuliert ist, ist das einhaltbar und wahrheitsgemäß. Skeptisch muss man sein gegenüber allen offiziellen Äußerungen des Militärs und der Regierung und gegenüber Politikern, die sagen, ich weiß nichts. Ja, der Unterschied ist, Elizondo sagt, ich kann dazu nichts sagen. Das ist ein gigantischer Unterschied, ob man wie Trump sagt, ich habe vor 2 Tagen davon erfahren, das ist gelogen. Oder ob man wie Elizondo sagt, dazu kann ich nichts sagen, das ist die Wahrheit. So, und einer der interessantesten Tweets, meiner Meinung nach, wir können auch noch auf die anderen dann eingehen, Dirk, aber einer meiner Meinung nach, eine der interessantesten Antworten, die er hier gegeben hat, auf eine Frage in dieser Frage-Antwort-Runde, ist das hier. Er wird hier gefragt, du hast mal erwähnt, dass die UAP-Muster nützlich sind zur Untersuchung. Da ist ja, also mit all der Ausrüstung, die dort auf den Marineschiffen vorhanden ist, werden diese Schiffe als Köder verwendet. Kann man ja auch als zufälligen Einsatz bezeichnen.
oder Coincident Deployment, ich weiß nicht, wie du das übersetzen würdest, zufälligen, ja, ne? Genau. So, zufälligen Einsatz. Und dann sagt er, fantastische Frage und leider eine, die ich derzeit nicht weiter erörtern darf. Aber stellt weiter diese Fragen, das ist eine sehr wichtige Frage. Da sieht man, da stößt er offenbar an die Grenze seiner seines Sicherheits, wie heißt es, seines Geheimhaltungspflicht. Und so hat er auch immer reagiert, wenn ich ihm eine bestimmte Frage gestellt habe, hat er gesagt, I'm not going to answer that question. So, also er hat da wirklich, er zeigt deutlich, dass er dazu nichts sagen kann. Aber das ist doch eine interessante Frage. Wurden die, wenn die, also es wird ja bislang so getan, als sei dieser USS Nimitz-Vorfall, als sei das alles zufällig passiert. Als hätten die dort eben zufällig irgendwelche Übungen gemacht und da seien zufälligerweise diese Dinge gekommen und hätten, oh, hier ist gerade was runtergefallen, und hätten dort zufälligerweise diese UFOs registriert und was, wenn es gar nicht so zufällig war? Das ist jetzt eben die große Frage, ne? Das ist, Bait ist ja ein interessanter Ausdruck, das ist Köder, ja? Also genau. dass man... und er sagt, also das ist doch auch klar, auch wieder, das ist nachvollziehbar in dem Moment, wo da was ist, dann wird man wissen wollen, was es ist und wird gucken, ob man das wieder hervorrufen kann. Also das heißt, ob man in der Lage ist, das irgendwie zu triggern. Also das ist ja auch eine Form von Kommunikation bereits. Also dass das stattfindet, ist selbsterklärend, würde ich sagen. Und auch wieder, um das nochmal zu sagen, es gibt ja diesen Ausdruck im Geheimdienst Glomerization. Das war, als damals dieses sowjetische U-Boot im Pazifik gehoben wurde, was gesunken war. Also von Howard Hughes mit diesem Glomer Explorer. Deswegen Glomerization. Und seitdem sagte die CIA, das war so wichtig, was dort stattfand. Das ist immens wichtig. Da wissen wir die Hintergrundgeschichte immer noch nicht. Okay, aber dass man dann, die CIA antwortete, wir können weder bestätigen noch dementieren, dass wir darüber überhaupt etwas wissen. Das ist die höchstmöglichste Form von Unklarheit, die seitdem angewandt wird. Und Elizondo geht ja einen Schritt weiter. Das heißt, ich weiß, da ist etwas, ja, indem er sagt, das ist eine sehr gute Frage. Er sagt sogar, hört nicht auf, das zu fragen. Nur ich kann dazu jetzt nichts sagen. Ja, aber da ist was. Es lohnt sich. Das ist sehr viel. Ich will noch mal darauf hinweisen. Das ist die meisten Geheimdienstleute würden einfach das Gespräch abbrechen oder würden keinen Kommentar oder sonst was in der Art sagen. Er gibt hier Hinweise dadurch, dass er sagt, ich darf nicht, aber es lohnt sich. Ein anderer interessanter Tweet, den du besonders interessant fandest, ist der hier. Was hältst du von der TV-Show Project Blue Book? Hast du dich auch in ähnlichen Situationen befunden wie damals Dr. Hynek? Es gibt in den USA eine Fernsehserie, die heißt Project Blue Book. Und er sagt darauf, ich respektiere die Arbeit von Dr. Hynek ganz enorm. Also Dr. Hynek, J. Allen Hynek, war ja Astrophysiker und wissenschaftlicher Berater der US-Luftwaffe für die staatliche UFO-Forschungsunternehmung Project Blue Book. Ja? Und er sagt, er respektiert die Arbeit von ihm ganz doll, aber da Blue Book jetzt inzwischen ziemlich fiktionalisiert ist, weiß er nicht, was Hynek wirklich erleiden musste. Er hat nur ein Zehntel von dem erfahren, was Hynek erfahren hat. Ja, genau. Nein, er sagt, falls, er weiß nicht, was er abgekriegt hat und falls Hynek nur ein Zehntel von dem zu erleiden hatte, was er abgekriegt hat. Ah, ja, genau. If he experienced, ja, genau. Dann ist das, dann bin ich, tut er mir sehr leid, ja. Das ist kein Sonntagsausflug. Das wäre die Übersetzung dafür. Er sagt damit also, kündigt, also sozusagen mit welchen Druck, welchen Schwierigkeiten, welchen Widerständen und welchem, sag ich mal jetzt, Bedrohung für die Karriere das verbunden ist. Also das heißt, damit gibt er einen Indikator dafür, dass das kein leichter, also das ist sozusagen nicht, ich habe mir jetzt mal überlegt, ich sag was, sondern das ist eine Sache, die für ihn Konsequenzen hat. Er trägt Konsequenzen für das, was er tut. Es gab noch eine, die du jetzt vorgelesen hast, ist tatsächlich die interessanteste, so sehe ich das auch. Es gab noch eine, die ich interessant fand, wo er antwortet, dass wird er gefragt über Phänomenen, über den Film, dass da für viele Leute diese Kinder, die ich auch vorhin erwähnt habe, aus Zimbabwe, Ariel-Schule, ungeheuer beeindruckend, war einer der Highlights. Ist da irgendwas aus ihrer Arbeit, dass der dieser Sache zusätzliche Glaubwürdigkeit verschafft? Oder
Glaubwürdigkeit, was die Kinder dort gesehen haben. Vielleicht Sachen, über die sie nichts Genaues sagen dürfen. Ja und nein, wenn sie das antworten, ist auch okay. Und dann sagt er, Kinder sind oft eine großartige Quelle für Informationen, weil sie noch nicht sozusagen nicht verdorben sind. Sie sind noch nicht mit den haben noch nicht gelernt zu täuschen. Ja, und Gegenmaßnahmen zu entwickeln, was man, wenn man mit Politikern, mit Militärs dazu interviewt, hat man sozusagen die Profis auf diesem Bereich. Kinder sind, was ich sagte, man sieht in dem Gesicht, was sie denken. Das ist ja das Wunderbare daran. Also jetzt weiter und als Resultat, wenn man das sieht, dann sollte man das angucken, was die Kinder dort zu zeigen haben. Und eine weitere Sache ist, dass er darauf hinweist, dass es ja nicht nur, dass man bei UFOs nicht nur an extraterrestrische Sachen, sondern auch interdimensionale, überirdische, ultrairdische, ich weiß nicht, was er damit meint, er macht also das Feld auf in diese, ich sag mal, Skinwalker-Dimension, ja, dass da noch ganz andere Sachen mit zusammenhängen können, dass wir es mit einem weiteren Feld, also insofern, ich habe diese verschiedenen Tweets durchgeguckt und das ist, um die mal abzustecken, also in welchem Gebiet wir da unterwegs sind, ist das wirklich interessant. Ja? Und wie gesagt, ich bis auf Weiteres, bis zum Beweis eines einzigen Gegenteils, bin ich der Ansicht, dass Elizondo ein Wahrheitserzähler ist, ein Truth-Teller im Englischen, ja, der eingeschränkt wird durch seine Geheimhaltungs-, durch seine Klassifizierungsstufe. Und noch ein interessanter Tweet, und ich würde sagen, damit lassen wir es dann damit bewenden. Und die Links haben wir natürlich, wie alle Links zu dieser Sendung, für Abonnenten auf Exomagazin TV unter dieser Sendung, unter der vollständigen Sendung aufgeschrieben. Hier sehen wir, er wird hier gefragt, Lou, du hast kürzlich in einem Interview erzählt, dass es noch sehr viel mehr Informationen gibt, die bald kommt, aber diese Entscheidung muss gegenseitig getroffen werden, nicht einseitig. Was kannst du uns darüber erzählen, welche Parteien dabei beteiligt sind bei dieser gegenseitigen Entscheidung? Wie kann die Öffentlichkeit helfen? Dankeschön. Und er sagt, der Fortschritt erfordert, dass alle Parteien sich gemeinsam vorwärts bewegen. Nicht anders wie ein Elefant, der läuft und dabei aufpassen muss, dass seine Füße richtig laufen. In diesem Fall ist das die Gesellschaft, die Politik, die Medien, die Wissenschaftler und internationale Organisationen, Vereinte Nationen, NATO etc. Es ist interessant, dass er Vereinte Nationen und NATO ganz an den Schluss gestellt hat, wo es doch die einzigen sind, die er ganz namentlich benannt hat. Also ich würde mal sagen, NATO spielt wahrscheinlich eine ganz wichtige Rolle bei dieser ganzen Frage. Denn wir wissen ja, wie eng die alle miteinander verzahnt sind. Und wenn da etwas passiert über deutschem Territorium, was die Amerikaner mitkriegen und so weiter, ja. Also was sagst denn du dazu? Naja, mir fällt, das hatte ich gar nicht gelesen, ja. Mir fällt dazu als erstes ein, der große Unterschied zum Beispiel zwischen Belgien, Oberste Brouwer, immer noch einer meiner großen Heroen, weil er auch absolut wahrheitsgemäß einfach da stand, sagt, da ist was und wir wissen nicht, was es ist. Und Steffen Seibert und den Oberst, der neben saß, von Plotnitz oder wie immer die da hieß, der dann, der hat sogar glaubwürdig gesagt, er hat keine Ahnung. Ja, aber das ist, diese Ahnungslosigkeit ist ja, würde ich als induziert bezeichnen oder mittlerweile dann auch als selbstgewählt, wenn das immer noch ist. Da sind riesige Unterschiede in der Vorgehensweise. Und wir hatten ja in dem Film übrigens, Phenomenon kommt ja auch der, helf mir, der Mercury-Astrolog, Gordon Cooper. Gordon, ne? Cooper. Gordon Cooper kommt vor, der, das war mir aus meinen Gesprächen in den USA bekannt, der über Deutschland 1951 ein UFO gesehen hat. Da gibt es ja schon die Bundesrepublik Deutschland. Und ich wette mal darauf, dass die Deutschen davon nichts mitgekriegt haben. Und falls es mitgekriegt haben, ist es bei den Amerikanern gelandet. Aber da sehen wir, dass Gordon Cooper, das ist eine wichtige UFO-Sichtung von diesem Astronauten, der einer der besten Militärpiloten der Amerikaner war. Und das ist ein guter Beleg, dass da was ist. Hat der Spiegel, hat das nie mitbekommen. Dass sowas läuft ja sozusagen in großen Fernschnellzügen am Spiegel vorbei, während er sich mit einem Möbelunternehmer unterhält, dass das alles Unsinn ist. Also das ist ein Beispiel dafür, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird, je nachdem, ob man, ich würde zum Beispiel sagen, zu den Five Eyes gehört, also zu dem Verbund von Geheimdiensten, die
wichtige Sache austauschen. Das sind die westalliierten Siegermächte, also ehemaliges britisches Empire, Neuseeland, Kanada, Australien mit Großbritannien und vor allen Dingen USA. Die haben einen anderen Level davon. Also die NATO ist nicht sozusagen ein runder Tisch, an dem alle gleichberechtigt sitzen, sondern da gibt es einen Haupttisch und Katzentische. Und insofern ist die Abstimmung auch mit dem, was du mitgebracht hast aus Italien, mit diesen verschiedenen Ereignissen. Also die Italiener haben wieder eine ganz eigene Art, damit umzugehen. Ich sehe da gar nicht, wie das einheitlich funktionieren sollte. Das ist mir vollkommen unklar. Es ist ja bisher noch gar nicht einheitlich gewesen. Mich interessiert weiterhin rasend, was denn die Bundeswehr, wie viel Lüge da drin ist, also bewusst gelogen, also das heißt bewusst die Unwahrheit gesagt, und wie viel einfach wirklich keine Ahnung, habe ich mich ja nie mit beschäftigt, dahinter steckt. Hm. Ja, genau. Dazu gibt es auf jeden Fall noch viel zu erfahren, sag ich mal. Im Laufe der Zeit werden wir, ich bin ganz sicher, also das ist nur eine Frage der Zeit. Also diese deutsche Position, die UFOs haben im Kalten Krieg immer einen Bogen um Deutschland herumgeflogen. Wer das glaubt, kann auch hat nicht ein UFO gesehen, sondern den Osterhasen, wie er den Weihnachtsmann begrüßt. Ja, genau. In der DDR hatten wir den Witz, warum ist die Banane krumm? Weil sie 40 Jahre einen Bogen um die DDR machen musste. Und krumme UFOs habe ich aber noch nicht gesehen. Also, das kann nicht stimmen. Es kann nicht stimmen. So, gut. Also, gleich reden wir hier in unserer Sendung weiter über über möglicherweise oder mit hoher Sicherheit existierendes geheimes Wissen bei den Regierungen über UFOs. Wir reden unter anderem über die brasilianische UFO-Nacht. Wir reden vor allem über den Film The Phenomenon. Wir zeigen einen Ausschnitt aus meinem Interview mit James Fox. Wir gehen der Frage nach, ob es da parallel zu Projekt Blue Book noch andere geheime UFO-Forschungsprojekte in Amerika gab und was dafür spricht. Über all das und mehr reden wir jetzt hier gleich bei Erstkontakt, aber nur für Abonnenten auf unserer Webseite exomagazin.tv. Von irgendetwas müssen wir diese Show ja auch finanzieren. Vielen Dank an dieser Stelle. Schaut mal rein, exomagazin.tv. Da findet ihr jede Menge interessante Sachen, die ihr nirgendwo sonst findet, garantiert. Und wir sehen uns gleich weiter dort. So long, Dirk. Wir verabschieden uns an dieser Stelle standesgemäß von allen YouTube-Zuschauern. Live long and prosper mit dem angeblich satanischen Symbol, oder wie war das? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich kann das gut erklären. Das war von Leonard Nimoy, der ja als Spock diesen Gruß gemacht hat. Und das ist ist ein jüdischer sozusagen Segensgruß, glaube ich. Also Leonard Nimoy war Jude und daher hatte er das. Aber es ist die Sache ist klasse. Es ist nämlich gar nicht so einfach, die Finger so auseinanderzuziehen. Ihr könnt es gerne mal probieren. Genau. Also, gleich reden wir weiter hier bei Erstkontakt, aber nur für Abonnenten von Exomagazin TV, von unserer Webseite. Macht's gut. Bis bald. Ciao.